Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trackmania Cup of the Day. Ja, ich habe mir gedacht, ich melde mich auch wieder zurück nach einer ganz schönen Eile und Weile. Oh Gott, mit Trackmania, mit einer scharfen Rechtskurve und mit allerlei wie gewohnt wenig Skill. Hier ging es nicht lang. Wunderbar. Ich will da runter. Bitte Gas geben, Dankeschön. Wir haben eine kleine Extra-Runde gedreht. Es scheint hier rechts herum zu gehen. Alright, die Strecke verwirrt mich jetzt schon. Wunderschön. Ich habe noch 11 Minuten Zeit, muss aber in den nächsten 6,5 Minuten einmal ins Ziel kommen, um quasi meine Zeit zu verifizieren. Ja, wie man meiner Stimme hört, mir geht es heute nur so mittelmäßig gut. Aber egal. Das soll mich nicht am Trackmania-Spielen hindern. Ich habe nämlich Lust drauf. Und ja, dementsprechend spiele ich jetzt Trackmania. Uppala. Habe jetzt auch innerhalb von 1,5 Sekunden... Oh, das hätte vielleicht auch geklappt. Von 1,5 Sekunden mein OBS-Setup aufgesetzt. Also, falls hier irgendwas... ne, mikrofontechnisch noch nicht so ganz perfekt ist, verzeiht es mir, bis ich einmal die Map gefinisht habe. Das wird dann besser. Ich werde auch versuchen, in der Folge etwas zu karten, um einfach ein etwas spannenderes Video zu erschaffen. Scheiße. Und ja, insofern versuche ich auch ein bisschen aufs Fahren zu konzentrieren. Muss ich nicht dauernd durchreden, eben weil ich karte. Wie lang ist diese Strecke, bitte? Ich werde mir die überhaupt nicht merken können. Die Strecke verwirrt mich. Hui! Alright, und ist das Finish. Okay, wunderschön. 1,26 ist natürlich Bullshit, wenn wir to be honest, ganz ehrlich sind. Oh Gott, ich sehe mein Mikro übersteuert. Absolut. Wir tauschen die Position des Mikrofons mit der vom Joystick und fahren erneut. Let's go. Huiuiui, meine Stimme ist ja komplett tot, fällt mir auf. Das ist Platz 1000, was Schlechtes. Man muss es so sehen, heute ist wahrscheinlich eine der gecheatetsten Cup of the Days, die es je gibt. Und zwar, weil es wahrscheinlich sehr wenig Spieler gibt, die daran teilnehmen, weil genau zeitgleich auf Twitch gerade ein großes, ja nicht Finale, aber ein sehr wichtiges Qualifier-Duell übertragen wird, wo es um den World Cup geht, wo quasi die verbleibenden 8 von 16 Spots festgelegt werden. Und natürlich schaut alle Welt gerade dazu. Und wenn ich jetzt hier natürlich nur Platz 1000 werde, das wäre schon tendenziell peinlich. So, aber ich muss mich auch einmal an die Strecke gewöhnen. Hier muss man driften, dann kann man hier wieder backfahren. Dann fährt man nachher, fährt man hier rechts, ich erinnere mich. Nein, ich erinnere mich nicht, um ehrlich zu sein. Ich denke mir gerade irgendwas aus und tue so, als wenn ich schlau wäre. An die Linkskurve erinnere ich mich in der Tat auch nicht. Ja, doch, an die Stelle erinnere ich mich jetzt. Hier muss ich links, genau. Okay, nice. Und hier muss ich auch aufpassen. Hier muss ich nach rechts springen gleich. Genau, ja. Okay. So ein paar Key-Elemente der Strecke, wo ich 3-4 Mal gefailt habe, die merke ich mir. Okay, die Kurve ist brutal. Halten wir das einfach mal so fest. Okay, das ist keine gute Zeit, was ich hier gerade hinlegen werde. Aber hey. Weiter links. Oh, das war... Uiuiui, okay. Auch eine sehr schwere Stelle. Und dann ist es hier das Endsegment schon quasi fast. Genau, mit dem letzten Drift hier rechts herum. Und dann ab ins Finish. Alright. So schwer ist die Strecke nicht, wenn wir ehrlich sind. 1,05, also ich will schon unter einer Minute kommen. Das ist ja wohl mindestens hier. Das Ziel schaffe ich auch, wenn ich mal nicht crashe. Insofern, ja, versuchen wir es und viel Spaß mit dem Video. Let's go! Aber alles in einem 58er Zeit, oder? Nein, sogar eine 57,1? Oh, Bronze. Scheiße, Bronze. Okay, so gut war die Zeit maybe noch nicht. Ich sollte weniger reden und mich mehr konzentrieren und dann seht ihr jetzt mal ein bisschen Gameplay. Mal sehen, was passiert. Ach, scheiße. Oh, mein Joystick steht auf meinem Kopfhörer. Kein Wunder, dass der die ganze Zeit so rutscht. Ich bin halt echt kein schneller Lerner, was Trackmania-Strecken angeht. Man merkt es immer und immer wieder, wenn ich solche Sachen spiele, wie Track of the Day, beziehungsweise Cup of the Day. Jetzt habe ich mal ordentlich in Speed, das ist gut. Ja, mein Speed ist ja richtig scheiße. Okay, da ist auch einiges drin in der Map. 2 Sekunden kriege ich ja noch weg. Hallo? Yo, guter Speed. Keine gute Linie, aber es ist auch keine Weltuntergangslinie. Jetzt kommt der kritische Part hier. Jawohl, den haben wir geschafft. Jetzt kommt hier noch eine Linkskurve, danach kam die Steilkurve rechts rum, genau. Wo man durch versucht, oben reinzuschneiden, dann tief runter zu gehen und dann ins Ziel zu coasten. Zack, 54,7. Mit der Zeit bin ich relativ zufrieden sogar.
Natürlich kriege ich ja noch was abgekartet, so ist es nicht. Und wenn man nach links ins Scoreboard schaut, sieht man auch, dass die Bestzeiten eindeutig in anderen Universen sind. Oh shit, ich sehe auch gerade, dass mein Joystick relativ laut ist. Aber egal. Dennoch bin ich, wie gesagt, relativ zufrieden damit. Huh. Da muss ich ein bisschen mehr wirklich bremsen auch. Links anfahren. Drehmomentum. Mittel. Ganz guter Speed dafür hier. Aber, ein bisschen riskant da. Okay, damit schaffe ich es nicht mehr. Und damit wird meine finale Position, wenn wir ehrlich sind, ziemlich schlecht sein. Nee. Ja, der 7x Trophäe 5, das sehe ich mich. Aber die werde ich nicht bekommen, lull. Ja. Üben wir ein bisschen. Und damit sind wir in der Knockout-Phase angekommen. Die erste Runde ist wie immer mit ohne Knockouts. Mit ohne Knockouts. Über ohne Umweg. Deutsch-Bahn-Schalter lässt grüßen. Ja, no eliminations this round. Da steht's auch schon. Ich habe natürlich die Opponents aus, weil ich mich ein bisschen aufs Fahren konzentrieren will, in der Tat. Und ja, was ich hinlege, das ist eine 58-1. Das ist natürlich eine Katastrophenzeit. Ich bin mit 18. geworden. Ich bin mit 18. geworden. Damit würde ich sagen, starten wir. Die erste Runde gibt's live und uncut. Und danach werden wir ein bisschen durch die Gegend schnibbeln und gucken, was passiert. Viel Spaß! Ein Wort mit X, das war wohl Fünfter? The fuck? Wieso bin ich Dritter mit der Leistung? Leute, ich habe den Anfang richtig verkackt eigentlich. Ich weiß nicht, ob der Drift necessary ist. Ich mache ihn aber. Der Sicherheit halber. Weil es ist mir sicherer, wenn ich hier weiß, ich kann driften und... Weil, da verliere ich meinetwegen ein bisschen Zeit, aber ich bonk da nicht gegen irgendeine Wand, gegen die ich bonken will. Da links wäre das Risky. Ach, kein Plan, ob das links Risky Finish ist. Ich bin... Okay, ich glaube, die Runde war sogar relativ gut. Ja, Zweiter. Alright. Der Cup könnte was werden heute. Ich habe meinen Spaß jetzt schon auf jeden Fall. Bonk. Ja, Bonk trifft's gut. Alright. Ich weiß nicht genau, wie ich Zweiter geworden bin. Ich über eine Sekunde abgeschabt habe. Ich bin extra so ein bisschen auf Safe gefahren. Aber ich nehme 53,4 natürlich mit. Also, wenn ich die Zeit heute noch unter 53 pushen kann, wäre ich absolut dabei. Und jetzt würde ich sagen... Viel Spaß mit dem Video. Also, mit dem restlichen Video. Das hat ja schon angefangen. Naja, 53,2. Ich war jetzt nicht gerade langsam. Ich bin sogar Zweiter geworden am Ende noch. Oh, lol. Alright, nice. Krass. Gott, ey, am Anfang zieht mein Joystick immer so minimal nach rechts. Das macht mich komplett fertig, ne? Ich denke immer, ich falle dann nach rechts runter. Tue ich natürlich nicht. Aber die Angst davor, die ist halt da. Oh, schlechte Linie, richtig schlechter Speed vor allem. Alright. Also, nicht, dass ich jetzt ausfliege, deswegen. Dafür bin ich hier echt in ein paar Divisionen zu niedrig. Gut, das ist trotzdem nicht. Oh, auch hier sehr riskant. Sehr weit nach oben gekommen. Jawollo. Oh. Ja, ne? Gut, der Run wird auf jeden Fall nicht mit der persönlichen Bestzeit. Ich merke schon, die Kurve, also diese Kurve da mit den 90 Grad, die gefällt mir nicht. Die ist gefährlich, die gefällt mir nicht, die macht einfach keinen Spaß zu fahren. Auf die kann ich echt verzichten. Okay, zweimal Zweiter und einmal... Ich bin noch 18. geworden, ich war letzter Checkpoint 27. Warum kann ich denn das? Also das war jetzt nicht mal ein krasses Ende, was ich gefahren habe. Das war so ein mittelmäßiges Ende. Krass. Nicht schlecht. Schon wieder nach rechts. Unglaublich. Warum zieht mein Joystick am Anfang ja nach rechts einfach? Ziemlich gute Runde bisher. Bin sehr zufrieden mit meiner Zeit. Hui, sehr riskant. Aber gut, I guess. Nicht ganz so weit nach links springen, jawollo. Über hier ein bisschen mehr
Raum mitnehmen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, ist das verständlich. Und hier aufpassen, yo. Leicht in den Drift springen. Oh, die Runde ist cool, die gefällt mir jetzt schon. Also mein Fahrkunst in der Runde, ich weiß noch nicht. Der Rest der Runde kann ich noch nicht beurteilen. Und dann ins Ziel. Nice, das dürfte PB sein. Und ich bin Erster. Huh. Nice one. Ich habe mal durch das Bild am Ende des Matches, welcher Platz ich mal geworden bin. So. Ja, mal spannend. Durchschnittliche Positionierung in Cup of the Day. Da kann man so überlegen, ob ich wirklich in der Division richtig aufgehoben bin. Aber ja. Gucken wir zu späterer Stunde nach, wenn ich halt raus bin und wenn wir halt drüber gucken können, wortwörtlich. Jetzt zu uns beiden, die blöde Kurve. Also, ich habe die Kurve immer noch nicht so richtig gecheckt. Vielleicht nicht Gas geben, aber nicht Gas geben, das macht irgendwie meinen Gedanken keinen Sinn an der Stelle. Oh, das ist nicht so guter Speed, den ich hier habe, aber alles gut. Also, sollte halt reichen, um weiterzukommen. Wird jetzt keine Bestzeit, I guess. Dann habe ich hier guten Speed. Und hier guten Speed. Oh, vielleicht wird es auch eine Bestzeit, ich weiß es nicht so genau. Ah, oh, wird eine. Tixavi schon wieder. Oh, Tixavi wieder auf der 2. Okay, ich merke schon, der ist auch ziemlich gut. Nice. Es scheint sich hier ein Rennen heraus zu kristallisieren. Warte mal, ich muss noch mein Joystick-Kabel irgendwie fokussieren, meine Güte. Geht oft einfach nicht, wenn der Joystick nicht stabil steht und ein schlechtes Griffgefühl hast, dann kann da auch echt nichts passieren. Also nichts Gutes zumindest. Passieren konnte schon was. 15. Platz am 2. Checkpoint zum Beispiel. Was jetzt objektiv betrachtet nicht katastrophal ist, aber nachdem ich jetzt 2 Runden gewonnen habe, war mir das doch etwas zu schlecht, to be honest. Okay. Guter Speed. Wirklich guter Speed hier am Ende. Ah, habe ich kurz zur Sicherheit released. Ich glaube, es hätte ich nicht müssen. Ey, ich werde immer besser hier. Also, das ist halt so meine Zeit, wo ich dann wirklich anfange, die Strecken zu lernen, immer besser werde. Ja, er hat mich direkt angesprochen. Das war ja, danke, danke. Gott, jetzt fangen die Leute an, mir zu schreiben, das ist ein guter Schweifer. Oh Gott, ich kann mit solchen Lob nicht umgehen, zumal es war. Okay, ich gebe zu, die 3 Runden jetzt in letzter Zeit waren wirklich gut. Aber ist jetzt nicht so, dass ich hier gerade krass war. Ich nehme das Rechte, schreibe ich danach. Ja. Da musste ich jetzt ordentlich um Gas gehen. Was war das jetzt? Ich bin raus, glaube ich, lol. Oder bin ich raus? Ich weiß noch nicht so genau. Huh! Das war knapp. Jo. Ich glaube, dazu ist alles gesagt. Ja, 23,3 ist gut. Top 3. Nice one. Alter, bist du? 2. Alter, das ist wirklich nice 3. Nice try. 52,2. Einfach mal eine Sekunde schneller als der zweite. Das ist crazy. Nice, disconnected. Ah, das ist mein Humor. Genau, das ist mein Humor. Scheiße. Ja, das finde ich jetzt irgendwie lustiger, als ich es finden sollte, glaube ich. Aber ja. Oh, uiuiui. Risky Start. Ich muss früher driften. Ein bisschen mehr nach links, dann kann ich mich früher nach rechts driften, ohne an dieses Dinger da rechts zu kommen. Ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt Rasenmäher, Baumaschinen oder Bauzäune sind, aber an die Dinger darf ich ja nicht kommen. Meine Güte, ich stelle mich heute an. Vor allem mit meinem Fachwissen über Baugeräte. Ja, Wollo. Ja, voll. Hier werde ich auch noch irgendwann failen. Ich sehe es voraus. Okay, knapp, aber nicht zu knapp. Einfach ein gutes Knapp, wie man so schön zu sagen pflegt. Oh, guter Endspeed. Habe ich ihn? Oh, nee, ich habe ihn bei weitem nicht. Alter. Nice try, bist du. 51,7. Ich werde nicht überlegt, der Rekord vorhin in der Einfahrrunde quasi in der Time-Attack-Modus, der lag bei 50,049. Ich glaube, 50,0. Das ist jetzt 51,7,5 Sekunden dahinter. Wir sind in Match 14, muss man dazu sagen. Echt gut. Ich bin auch mit meiner Zeit ziemlich zufrieden, dass ich einfach mal so einen Match-Server hinklatsche. Ist auch nicht verkehrt. Aber bis zu ist krass.
Ah, ein bisschen zu viel über den Grasen. Penalty Grass mitgenommen. Nicht so schnell bin ich deswegen hier. Ja, 9. auch nur. Oh. Oh. Ja, okay, gerettet. Nicht sonderlich schnell, gern. So viel zum Thema gerettet. Bitte lass mich erschaffen. Jo, dankeschön. Und ich bin raus. Halt ist. Mist. Ah, wunderschön. Wie ich das am Ende noch verkackt habe. Na gut. Das war Cup of the Day von meiner Seite aus. Ich bin nicht gerade glücklich mit meiner Leistung, aber ich bin zufrieden. Es hat Spaß gemacht. Ich will eine Runde jetzt Bisou spectaten. Wo haben wir ihn? Da. Spectate. Bisou. Guter Start. Wie fährt er den Anfang? Ähnlich wie ich. Nur 20 Mal besser. Okay, überhaupt nicht ähnlich wie ich. Er fährt besser. Okay, crazy. Aha. Uff. Crazy. Crazy, crazy. 1, 2, 3, 7, wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na gut. Wunderschönes Ende, wunderschönes Ende. Aber mit dem Bild würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge von Trackmania Track of the Day. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag und habt ein tolles Video gehabt, wo ihr etwas lachen konntet. Bis zur nächsten Folge, habt noch eine wunderschöne gute Zeit. Tschaußen.